Wunderschönen guten Tag. Die Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde, Dr. Charlotte Knobloch, bekam den Preis der Deutschen Gesellschaft für Verdienste um die deutsche und europäische Verständigung. Die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch hielt eine bewegende Rede vor den zahlreichen Gästen im Atrium der Deutschen Bank. Charlotte Knobloch wurde am 29. Oktober 1932 in München als Charlotte Neuland geboren. Der 9. November 1938, einer der schlimmsten Zeiten, ist der damals 6-jährigen Charlotte Knobloch so in Erinnerung geblieben. Mein Vater erhielt an diesem Tag eine Warnung. Es sei etwas gegen die Juden im Gange und wir sollten auf die Straße gehen. Das haben wir gemacht. Mein Vater mit mir an der Hand und auf der Straße hat dann in seinem Büro angerufen von einer Telefonzelle aus und nach sich selbst gefragt. Es hieß, nein, der ist gerade nicht da. Wir warten auch auf ihn. Da hat er gewusst, um was es geht. Er ahnte, dass sie auch unsere Wohnung durchsuchen würden, was auch der Fall war. Um denen zu entgehen, sind wir gemeinsam durch die Straßen geirrt und haben dabei auch den Rauch gesehen, der aus den Fenstern der Oher-Jakob-Synagoge qualmte. Wir haben die zerstörten Schaufenster der jüdischen Geschäfte gesehen. Wir haben Menschen gesehen, die Sachen herausgetragen haben. Wir haben gesehen, wie die SS einen älteren Herrn auf die Straße zerrte. Justizrat Rothschild, für mich damals Opa Rothschild, er hatte eine blutdurchtränkte Binde am Kopf. Man hat ihn mit Füßen in den Polizeiwagen hineingetreten. Es ist wichtig, diese Geschichte von Dr. Charlotte Knobloch immer wieder zu hören. Erstmal freue ich mich, dass sie heute diese wichtige Auszeichnung bekommen hat, weil sie sich ja wirklich sehr engagiert. Und wichtig ist insbesondere immer der Einsatz von Zeitzeugen mit jungen Menschen zusammenzubringen, die natürlich die Geschichte vielleicht aus dem Unterricht kennen, aber nicht aus dem eigenen Erleben. Deshalb ist ihre Arbeit so wichtig, weil sie hautnah und aus eigenem Erleben berichten kann. Das macht was mit Schülerinnen und Schülern, wenn ein authentischer Mensch vor ihnen steht, der berichten kann, was passiert ist. Die Deutsche Gesellschaft e.V. ist der erste nach dem Fall der Mauer gegründete gesamtdeutsche überparteiliche Verein. Er hat das Ziel, die Teilung zu überwinden, das Miteinander in Deutschland und Europa zu fördern, sowie Vorurteile abzubauen. Nach dem 7. Oktober, wie schwer ist es jetzt für Juden und Jüdinnen hier in Deutschland? Sehr schwer und ich tue mich schon schwer, das zu sagen, weil es wahrscheinlich auch schwer ist, nachzufühlen ist. Aber es ist sehr bedrückend und das ist kein Zustand, den wir irgendwie hinnehmen können. Es ist auch nicht tröstend, dass es in anderen Ländern Europas sogar eine noch schlimmere Situation gibt, dass die Straßen, die Hochschulen zu einer Art zweiten Front des Nahostkonflikts gemacht werden und auch erheblicher Druck auf die Gesellschaften in Europa und so auch in Deutschland und darüber auch auf die Regierung, die Politik ausgeübt wird. Und umso wichtiger ist es, dass wir unseren Kopf klar halten und Antisemitismus überall erkennen, egal wie er bemäntelt wird, egal ob er kulturell wie bei der Documenta bemäntelt wird, ob er als vermeintliche Israel-Kritik daherkommt, aber doch Israel delegitimiert, dämonisiert und mit unfairen Doppelstandards misst, die auf kein anderes Land der Welt angewendet werden. Das ist weiter eine Herausforderung und es ist umso wichtiger, ein Zeichen zu setzen und Frau Dr. Knobloch zu ehren. Zur Ehrung von Dr. Charlotte Knobloch kam auch der Kulturminister Joe Scialo. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, Geschichten von Menschen zu hören, die Zeitzeugen sind, die NS-Zeit erlebt haben und die sich während auch dieser NS-Zeit darum bemühen mussten, schlichtweg zu überleben, dem Schrecken und Grauen zu entkommen. Und wenn diese Zeitzeugen heute zu uns sprechen, in einer nicht einfachen Zeit, dann ist es für uns eine Aufforderung, unsere Demokratie zu schützen und auch gleichzeitig alles dafür zu tun, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher und in Frieden leben können. Und es war auch schön zu sehen, wie die Bundestagspräsidentin hier gesprochen hat und die gestrige Resolution noch einmal bekräftigt hat, sodass wir dann auch unseren parlamentarischen Teil dazu leisten, dass dieses Leben hier für Jüdinnen und Juden friedlich ausgestaltet werden kann. Die sogenannte Antisemitismus-Resolution hat das Ziel, jüdische Menschen in Deutschland besser zu schützen. So fordert die Resolution etwa, dass keine staatlichen Gelder an Organisationen gehen dürfen, die Antisemitismus verbreiten. Wie hat sich das Leben der Juden und Jüdinnen nach dem 7. Oktober hier in Deutschland verändert?
Sehr verändert, denn wenn man allein nur die Zahlen sieht, die zur Anzeige gebracht werden, und ich möchte nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist bei denen, die das gar nicht zur Anzeige bringen, aber die sind sprunghaft gestiegen seit dem 7. Oktober. Angriffe, Hass und Hetze auf Menschen, die mit uns seit vielen Jahren hier leben. Und das ist erstens beschämend für unser Land und das bedrückt uns aber auch als Menschen.